ist die Geschichte eines Jungen, der sich nicht traut. Man sagte, Martin Taschenbier sei schüchtern, aber er war einfach ein wenig ängstlich. Und nun sollte er auch noch Skifahren lernen. Seine Klasse, die 4a, war Anfang Januar für eine Woche in ein Schullandheim ins Mittelgebirge gefahren. Dabei war natürlich Leander Plattner, den alle Plattfuß nannten und mit dem Martin ständig Ärger hatte. Ärger hatte auch Herr Daume, Martins Sportlehrer, weil merkwürdige Dinge geschahen, für die er keine Erklärung hatte. Schuld daran war das Sams, das plötzlich bei Martin aufgetaucht war. Es war wirklich das seltsamste Wesen, das er je gesehen hatte. Schaut euch sein Bild an, dann wisst ihr, wie es aussieht. Im Gesicht hatte es kleine, blaue Wunschpunkte. Es waren schon weniger geworden, denn bei jedem Wunsch verschwand ein Punkt. Und Martin hatte schon verschiedene und ziemlich verrückte Wünsche gehabt. Zuletzt hatte er das Sams sogar in einen Hund verwandelt. Aber nun saßen sie wieder beide zusammen in Martins Zimmer. Bist du sauer, Sams? Warum? Weil ich dich in einen Hund verwandelt habe. Ich meine, weil ich es gewünscht habe. Jetzt bin ich ja wieder ein Sams. Aber nun musst du mal einen kleinen Wunsch für mich tun. Bitte, Martin, ich hätte so gern meinen Taucheranzug wieder. Wenn's weiter nichts ist, ich wünsche, dass du wieder deinen Taucheranzug anhast. Danke, Martin. Gut siehst du aus mit deinem Taucheranzug. Den hat mir ja auch damals Papa Taschenbier geschenkt. Wie bist du eigentlich zu meinem Vater gekommen? Das ist eine lange Geschichte. Die lass dir von deinem Vater erzählen. Und wie bist du zu mir gekommen? Weil du die Sams-Rückholtropfen getrunken hast, die ich deinem Vater vor 12 Jahren dagelassen habe. Darum bin ich jetzt bei dir. Jeder meiner Punkte hier ist ein Wunsch für Taschenbier. Haha! Nur in einen Hund solltest du mich nicht mehr verwandeln. War es denn so schlimm, ein Hund zu sein? Es war ein bisschen ungewohnt. Manchmal hat es auch Spaß gemacht. Besonders, als mich dieses Mädchen gestreichelt hat. Das war Tina. Wie findest du sie? Tina ist nett, nicht wahr? Und wie sie aussieht, einfach toll. Du bist wohl ganz schön in sie verknallt. Tina gefällt mir eben. Sie hat mich eingeladen. Ich soll mir ihren Hund ansehen. Sie ist wirklich sehr nett. Als ich ein Hund war, hat sie meinen Kopf gekrault. Da wärst du wohl gern an meiner Stelle gewesen, was? Nein, sie soll nicht irgendein Hund mögen, sondern mich. Aber Mädchen mögen lieber sportliche Typen. So wie Jens Ullmann aus meiner Klasse. Stimmt nicht. Deine Mutter mag deinen Vater ja auch. Und er ist noch weniger sportlich als du. Ich mag die Taschenbiers lieber als irgendeinen Stenz-Pulmann. Ich bin nicht sehr groß. Ich kann mich nicht mal richtig in dem Spiegel über dem Waschbecken sehen. Gerade die Haare sehe ich. Wünsch dir doch einen größeren Spiegel. Ich möchte mich mal richtig sehen. Auch von hinten. Wie wenn ein anderer ich wäre. Du, ich hätte einen ganz verrückten Wunsch. Aber ich weiß nicht, ob du ihn erfüllen kannst. Willst du einen Spiegel? Das ist extrem bequem und kein Problem. Sag mir die Größe, 2,10 Meter oder 3,04 Meter. Wünsch dir den Spiegel. Schon steht er hier. Ich habe mir aber einen lebendigen Spiegel vorgestellt. Ginge das wohl? Wenn ich mir wünschen würde, dass du genauso aussiehst wie ich, dann könnte ich mich von allen Seiten angucken. Was? Ich soll so aussehen wie du? Ja. Das Sams als Martin Taschenbier, das wäre wirklich wunderbar witzig. Es wäre also kein unmöglicher Wunsch? Aber nein, das ist der Wunsch der Wünsche. Ein doppelter Martin, das ist das Größte. Und der Wunsch würde länger halten als der Hundewunsch. Mindestens eine halbe Stunde, vielleicht sogar 30 Minuten, ja. Weil das Sams und der Martin sich ja viel ähnlicher sind als ein Sams und so ein Hündchen. Das wird ein gigantischer Spaß. Nun los, fang an zu wünschen. Ich wünsche, dass das Sams genauso aussieht wie ich. Es war unglaublich. Im selben Augenblick standen sich 2 Martin Taschenbier im Zimmer gegenüber und starrten sich an. So sehe ich also aus, dachte Martin und ging um seinen Doppelgänger herum. Es war schon ein komisches Gefühl, vor sich selber zu stehen. Das soll ich sein? Was machst du denn für ein Gesicht? Ich bin der Martin, glaubst du's nicht? Nicht, wenn du den Mund aufmachst. Du sprichst wie das Sams. Du hast dir gewünscht, dass ich so aussehe wie du. Wenn ich auch noch so sprechen soll, ist das ein extra Wunsch. Das hat Zeit. Aber noch etwas stimmt nicht. Ich habe keine blauen Punkte im Gesicht. Wünsch sie mir einfach auf den Bauch. Gute Idee. Ich wünsche, dass die Punkte vom Sams nicht mehr im Gesicht sind, sondern auf seinem Bauch.
kein Punkt mehr zu sehen. Aber sag mal, warum stehst du so krumm? Du hast gewünscht, dass ich so aussehe wie du. Dann sehe ich ja schlimm aus. Steh doch mal gerade. Gerade aufrecht wie ein Baum ist der Martin anzuschauen. Das sieht viel besser aus. Ich bin dann auch gleich ein bisschen größer. Jetzt lauf mal bitte auf und ab. Ab und auf und ab. Der Martin bringt mich gleich in Trab. Du wackelst beim Gehen wie eine Ente. Du wackelst so. Versuch doch mal anders zu laufen. Bitte sehr. Wie sieht das aus? Besser? Besser schon. Nicht so watschlig wie eine Ente. Mehr wie eine Gans. Ganz gut gewissermaßen. Also ich versuche es nochmal. Etwa so? Eins, zwei, eins, zwei, Wickel, eins. Wackel, Wickel, Wackel. Jetzt läuft Martin wie ein Dackel. Jetzt hör aber auf. Ich gebe mir solche Mühe und du lachst. Ich werf dir gleich das Kissen an den Kopf. Oh, du wolltest mir doch das Kissen an den Kopf werfen. Warum wirfst du es denn dann unter das Bett? Weil du zur Seite gesprungen bist. Jetzt kann ich unter das Bett kriechen. Ach, wie ist der Martin nett. Kriech zum Kissen unter das Bett. Während Martin unter das Bett kroch, um das Kissen hervorzuholen, wurde die Tür aufgerissen. Der fröhliche Krach in dem Zimmer hatte Leander misstrauisch gemacht. Jetzt wollte er sehen, was hier los war. Er sah nicht viel. Denn der Sams-Martin stand unmittelbar hinter der Tür, flach an die Wand gedrückt, sodass ihn Leander nicht sehen konnte. Und Martin verschwand gerade unter dem Bett. Nur noch die Beine schauten heraus. Das gefiel dem Plattfuß. So war ihm Martin wehrlos ausgeliefert. Was machst du denn für ein Krach im Zimmer? Das melde ich Herrn Daume. Verschwinde, Plattfuß! Das möchtest du wohl. Hast solche Angst, dass du schon unter das Bett kriechst, du Feigling, komm her! Ich hol dich unterm Bett hervor. Oh nein, ich beiße dich ins Ohr. Ah! Leander hatte Martin bei den Beinen gepackt, um ihn unter dem Bett vorzuziehen. Da sprang ihn der Sams-Martin von hinten an und biss ihn tatsächlich ins Ohr. Der Plattfuß war fast zu Tode erschrocken. Noch mehr, als er sich umwandte und hinter sich den Martin stehen sah, dessen Beine doch gerade offensichtlich vor ihm strampelten. Leander schrie auf und raste hinaus. Der Sams-Martin musste sich vor Lachen auf den Boden setzen. Der echte Martin guckte mit dem Kopf unter dem Bett vor und lachte ebenso. Wie der Plattfuß rennen kann. Ja, aber er kommt bestimmt zurück. Dann werden wir ihn zusammen erschrecken. Wenn er zwei Martins nebeneinander sieht, dreht er durch. Dann müsstest du aber genauso sprechen wie ich, damit er uns nicht unterscheiden kann. Wünsch es dir doch. Also gut. Ich wünsche, dass das Sams die gleiche Stimme hat wie ich. Sag mal was. Auch wenn ich noch so schön hier reime, so ist die Stimme nicht mehr meine. Ich glaube, die Stimme ist genau wie meine, aber wenn du lachst, klingt es nach Sams. Mein Lachen, das gehört dazu. Das stört kein Schwein und keine Kuh. Ich will da nicht mit rein, Herr Daumer. Los, Plattner, komm. Wir sehen uns das jetzt gemeinsam an. Daumer und der Plattfuß kommen. Los, verschwinde unter das Bett. So ein Mist, ich bin schon weg. Sei vorsichtig. Taschenbier, ich wollte mit dir reden. Der Plattner erzählt hier wilde Geschichten. Also, Plattner, was war los? Ich bin hier reingekommen, weil hier so ein Krach war und der Taschenbier kroch unter das Bett und da habe ich ihn vorgezogen. Und wie ich ihn dann an den Füßen festhalte, da beißt er mich von hinten ins Ohr. Aha, du hältst ihn an den Füßen, willst ihn vorziehen und da beißt er dich von hinten ins Ohr. Ja, genau. Wir sind doch hier nicht beim Zirkus. Was denkst du dir eigentlich, mir so ein Blödsinn zu erzählen? Aber ich hab doch nur... Vielleicht hat er Fieber, das gefährliche Schneefieber. Oder Plattner hat einen Höhenrausch. Red keinen Unsinn, Taschenbier. Wir sind in einem deutschen Mittelgebirge und nicht am Himalaya. Plattner, jeder kann sich mal irren und vielleicht etwas sehen, was gar nicht da ist. Du kannst jetzt runtergehen, der Zimmerarrest ist aufgehoben. Na, geh schon. Ach, ich gehe ja schon. Taschenbier, ich war vorhin ein bisschen unfreundlich zu dir. Es war nicht so gemeint. Diese merkwürdige Sache mit dem Hund war schuld. Das hat mich ziemlich nervös gemacht. Naja, das Tier ist doch nicht wieder aufgetaucht, oder? Das Tier ist nicht hier, ist auch nicht getaucht, weder auf noch ab. Denn zum Tauchen hat der Hund jetzt im Winter keinen Grund. Deine Witze kannst du dir sparen. Du darfst übrigens auch wieder zu den anderen. Also zieh deine Jacke an und komm gleich mit. Aber weh, du fängst wieder an, mit Plattner zu raufen. Ich soll mit runterkommen? Ja, bitte. Danke, danke, vielen Dank. Können Sie vielleicht vorsichtig vorausgehen und ich nach satten 17 Sekunden nachsichtig nachkommen? Rede nicht so affig, Taschenbier. Komm jetzt mit. Nach unten, na gut, doch nie ohne Hut. Kaum hatte Herr Daume mit dem Sams-Martin das Zimmer verlassen, kam Martin unter dem Bett hervor. Er ging zum Fenster und guckte hinaus. Einige Jungen, darunter auch Jens Uhlmann, bauten einen riesigen Schneemann vor dem Haus.
Leander Plattner war auch schon da. Er schien seinen Schreck überwunden zu haben, denn als der falsche Martin, also das Sams, angeschlendert kam, schlich Leander von hinten heran und drückte ihm eine Handvoll Schnee ins Gesicht. Martin hörte, wie er rief: »He, da will jemand gewaschen werden.« Aber der Martin Taschenbier da unten rief nicht etwa mit weinerlicher Stimme, dass dies eine große Gemeinheit sei und Leander das bitte lassen sollte. Nein, er schien es zu genießen. Er warf sich selber Schnee ins Gesicht und rieb sich damit ein. Martin hörte sich rufen: »Oh, eine wundervolle Waschung! Wie schön für den Kreislauf! Soll dein Kreislauf eifrig kreisen, musst du dich mit Schnee beschmeißen!« Jetzt wurde Leander wütend. Er boxte nach ihm, aber Sams Martin duckte sich, Leander schlug über ihn hinweg in die Luft und verlor dabei fast das Gleichgewicht. »Wie ich sehe, bevorzugst du eine andere Methode, deinen Kreislauf kreisen zu lassen. Sehr interessant. Plattfuß will die Luft verhauen, um den Kreislauf aufzubauen.« Leander wurde immer wütender. Immer wieder versuchte er, nach Sams Martin zu schlagen, der geschickt auswich. Jetzt stand er direkt vor dem Schneemann. Leander rannte mit gesenktem Kopf auf ihn zu, Sams Martin sprang zur Seite und Leanders Kopf schlug eine Beule in den Bauch des Schneemannes. Der kippte um, Leander hinterher, da lag er nun auf dem Bauch. Und Sams Martin lief schnell ins Haus. Martin oben hatte am Fenster alles mitbekommen, lief ihm im Flur entgegen und fragte: »Was ist, hält der Wunsch nicht mehr? Wirst du jetzt wieder ein Sams? Soll ich runtergehen?« »Nein, nein, du sollst nur wünschen, dass ich stärker bin als dieser Plattfuß. Dann gibt es nämlich einen kleinen Spaß.« »Also gut, ich wünsche, dass du dreimal so stark bist wie Leander Plattner.« Sams Martin lief schnell die Treppe hinunter. Vor der Tür warteten die anderen Schüler und Leander Plattner. Drohend kam er näher, holte aus, aber Sams Martin fing den Boxhieb nur lässig mit der Hand auf und hielt Leanders Faust so fest, dass er sich nicht befreien konnte. Leander versuchte, nach Sams Martin zu treten, doch der packte Leanders Bein und zog ihn hinter sich her. Leander versuchte, hüpfend sein Gleichgewicht zu halten, um nicht hinzufallen. Alle lachten, es sah auch sehr komisch aus, wie der kleine Sams Martin den großen Leander hinter sich herzog. »Lass mich los, Taschenbier!« »Seht euch den Plattfuß an, wie schön er hüpfen kann!« »Lass mich loslassen!« »Oh nein, du wirst so lange herumhüpfen, bis du hier vor allen versprichst, Martin Taschenbier in Ruhe zu lassen, ihn nicht mehr zu schlagen, ihn nicht mehr zu treten, kurz gesagt, dass du ein lieber Plattfuß bist, weil du sonst die Erde küsst.« »Bitte lass mich los, bitte!« »Das klingt schon viel besser, aber ich will mehr hören.« »Lass mich los, ich verspreche es!« »Was verspricht denn unser hüpfender Plattfuß?« »Ich verspreche, dass ich dich nicht mehr schlage.« »Weiter, weiter!« »Weiter verspreche ich, dass ich dich in Ruhe lasse.« »Für immer?« »Für immer. Jetzt lass mich endlich los.« »Ihr habt es alle gehört. Das Versprechen des Leander Plattner, genannt Plattfuß.« »Bravo, Martin, toll. Plattfuß wäre besser.« »Ja, ja, lasst mich mal bitte durch. Ich muss sofort schnell verschwinden. Lasst mich durch, schnell.« Was hat er denn? Sams Martin hatte gerade noch rechtzeitig gemerkt, dass die Verwandlung nicht länger anhielt. Er stürmte ins Haus und schon während er die Treppe hochrannte, wurde seine Nase immer breiter und länger. Im Flur ragte bereits eine Rüsselnase aus dem Martins Gesicht. Seine Haare wechselten die Farbe und als er schließlich oben beim echten Martin angelangt war, war aus dem zweiten Martin wieder das Sams geworden. »Schnell ins Zimmer, bevor mich einer so sieht. Der Wunsch hat schneller nachgelassen, als ich dachte. Ich hab's an meiner Nase gespürt. Wenn die anfängt zu jucken, ist es allerhöchste Zeit.« »Was machen wir jetzt?« »Du musst sofort zu den anderen, sonst merken die was. Schnell, mach schon!« Ohne lange zu überlegen, rannte Martin nach unten. Als er aus der Tür trat, umringten ihn alle aus seiner Klasse. »Hallo, da bin ich wieder.« »Na endlich, Martin.« »Das hast du gut gemacht.« »Hätte ich dir gar nicht zugetraut.« »Das war echt spitze mit Plattfuß.« »Wo rennst du eigentlich mal hin?« »Wieso wetzt du immer so schnell ins Haus?« »Wo warst du denn, Martin?« »Also, Jens, ich habe mir die Blase ein bisschen erkältet und... Also, ich musste eben. Versteht ihr?« »Soll dem Martin erst mal einer nachmachen. Kämpft mit dem Plattfuß und geht zwischendurch in aller Ruhe aufs Klo.« Martin fühlte sich großartig. Keiner sagte mehr Taschenbier zu ihm. Alle nannten ihn Martin, auch Jens Ullmann. Als sie zum Essen gingen, holten ihn gleich drei Schüler aus seiner Klasse an ihren Tisch. Das war noch nie vorgekommen. Natürlich hätte er lieber neben Tina gesessen. Bei der Essenausgabe hatte sie plötzlich hinter ihm gestanden. Als er sich umdrehte, sagte sie: »Hallo Martin.« »Hallo.
Was macht Samsi? Wer? Na, der Hund, den ich heute gestreichelt habe. Der mit den Punkten. Ach, den meinst du? Der Hund ist jetzt da, wo er hergekommen ist. Herr Daume erlaubt ja keine Tiere hier im Schullandheim. Wo ist eigentlich Herr Daume? In der Küche. Es gibt da wohl ein kleines Problem. Sie haben nämlich die Teller gefunden. Sagen Sie das nochmal, Frau Felix. Gern, Herr Daume. Die Teller und die Tassen, die heute früh verschwunden waren, sind wieder da. Ja, ja, aber wo haben Sie das Geschirr gefunden? Unter dem Lehrertisch, Herr Daume. Das ist doch unmöglich. Vielleicht hat sich Ihr Kollege einen Scherz erlaubt oder eine der beiden Lehrerinnen. Nein, nein, unmöglich. Ich verstehe das alles nicht. Erst der Hund und jetzt die Teller. Wo bitte ist hier ein Hund? Ich weiß nicht. Vielleicht sitzt er ja unter dem Lehrertisch. Herr Daume war ziemlich genervt. Das fiel seiner ganzen Klasse auf. Aber nur Martin hätte hierfür eine Erklärung gehabt. Aber dann hätte er die Sache mit dem Sams verraten müssen. Und so sehr er sich auch freute, dass die anderen aus der Klasse plötzlich ganz anders zu ihm waren, das Sams würde für immer sein Geheimnis bleiben, das er mit niemand teilen wollte. Nicht einmal mit Tina. Oder vielleicht doch? Plötzlich war sich Martin gar nicht mehr so sicher. Als er nach dem Mittagessen nach oben kam, wollte er dem Sams gleich wieder von Tina erzählen. Aber das Sams unterbrach ihn. Hast du mir was mitgebracht? Ich hab Hunger. Soll ich Gulasch und Nudeln in der Hosentasche mit hochbringen? Dazu müssen wir schon einen Wunschpunkt verbrauchen. Könnte ich nicht wieder du sein und als Martin zum Essen hinuntergehen? Nein, das würde doch auffallen, wenn ich noch einmal komme. Na schön, dann wünsch mal Gulasch und Nudeln her. Oh nein, das würde wieder von unten aus dem Speisesaal kommen und da fehlen. Ob Speisezimmer oder Saal, woher es kommt, ist mir egal. Ob aus Jena, ob aus Peine, aus Hannover an der Leine, Holland oder Österreich, wichtig ist, es kommt sogleich. Ob aus Wien, ob aus Tirolien, Finnland oder Anatolien, oder aus den USA, wichtig ist, es ist schnell da. Ob aus Oslo oder Bonn, Texas oder Libanon, ob aus Polen oder Hessen, wichtig ist, man kann es essen. Also gut, ich wünsche dir 3 Teller Spinat. Lecker, lecker, lecker. Aber warum Spinat? Weil sich jetzt irgendwo 3 Kinder freuen, dass sie ihren Spinat nicht aufessen müssen. Ich gehe jetzt. Unten wartet die Gruppe auf mich. Und was mache ich? Soll ich mich wieder lange langweilen? Ja, was könntest du tun? Ich will basteln. Ich will ein Gebastel basteln. Was brauchst du dazu? Ein Pappkarton. Nein, besser 2. Dann macht sie Spaß, die Bastelei. Und ich brauche noch eine Schere. Denn sägst du dir dein Holzbein klein, kann eine Säge nützlich sein. Doch schneidest du 2 Pappkartone, brauchst du eine Schere, eine schöne. Martin wünschte dem Sams also 2 Kartons und eine Schere, dann ging er hinunter. Den ganzen Nachmittag fuhr er mit Herrn Leitprecht und den anderen aus der Anfängergruppe Ski. Und er stellte dabei fest, dass Skifahren sogar Spaß machte. Er fühlte sich auch viel mutiger als sonst und wagte es auch, einen kleinen Abhang hinunterzufahren. Nur das Abbremsen beherrschte er noch nicht. Wenn er anhalten wollte, setzte er sich einfach auf den Hintern und rutschte ein paar Meter. Alle waren redlich geschafft, als sie am späten Nachmittag zum Schullandheim zurückgingen. Als sie sich dem Haus näherten, riefen Anna und Susanna, 2 Mädchen aus Martins Klasse, aufgeregt nach Herrn Leitprecht. Sie waren ein Stück vor der Gruppe hergegangen. Nun standen die Mädchen am Rand der Wegböschung und deuteten aufgeregt nach unten. Durch den weißen, unberührten Schnee unterhalb der Böschung zog sich eine auffällige Fußspur. Das Wesen, das diese Fährte verursacht hatte, musste riesige Füße haben und gewaltig groß sein. Die Kinder ließen ihre Skier am Wegrand stehen, rannten den Abhang hinunter und betrachteten die Spur. Herr Leitprecht schüttelte den Kopf. Also das ist wirklich unglaublich. War das ein Tier, Herr Leitprecht? So groß? Dann ist es bestimmt gefährlich. Na, also ein Tier kann es nicht sein. Schaut euch mal den Abdruck der Füße an. 15. Richtig. Also es ist ein Mensch, Herr Leitprecht. Ja, vorausgesetzt, ihr könnt euch einen Menschen vorstellen, der mindestens 3,50 Meter groß ist. Dann war das ein Schneemensch.
Ein Yeti. Oh nein! Oh ja. Unsinn, Schneemenschen gibt es nicht. Doch, die gibt's. Ich hab's in der Zeitung gelesen. In China haben sie einen gesichtet. 3 Meter groß und dicht behaart. Dicht behaart? Das ist ja gruselig. Wir sind nicht in China. Ich glaube, da hat sich jemand einen Scherz erlaubt. Ja, ja, der Yeti. Unsinn. Wir gehen jetzt zum Haus zurück. Je weiter wir diese Spuren zurückverfolgen, desto weiter seid ihr auch von eurem schrecklichen Schneemenschen entfernt. Also ich finde das echt unheimlich. Ist doch spannend. Vielleicht entführt uns der Yeti. Nun kommt doch mal bitte. Martin hatte zu alledem nichts gesagt. Zögernd folgte er den anderen, überlegte, ob er nicht lieber umkehren und den Spuren folgen sollte. Er hatte nämlich einen Verdacht. Die Gruppe von Herrn Daume kam ihnen entgegen. Sie hatten die Spuren in der Nähe des Hauses entdeckt und wollten ihnen nachgehen. Martin wandte sich um. Jetzt war er der Erste. Die Kinder folgten ihm in einiger Entfernung. Auch einige aus der Gruppe von Herrn Leibrecht gingen jetzt zurück. Martin versuchte, den Abstand zu vergrößern. Er keuchte durch den Schnee. Als er einen kleinen Hügel erreicht hatte und hinuntergucken konnte, sah er den Schneemenschen vor sich. Er trug einen Taucheranzug. Ja, das Sams. Es hatte sich aus Pappkartons riesige Füße ausgeschnitten und stapfte jetzt fröhlich durch den Schnee. Als es sich einmal umdrehte, entdeckte das Sams Martin auf dem Hügel und winkte ihm zu. Martin schrie: Sams, ich wünsche, dass du sofort in meinem Zimmer bist! Das Sams verschwand, gerade noch rechtzeitig, denn jetzt hatten die anderen den Hügel erreicht. Herr Daume fragte: Was war denn los? Warum hast du geschrien? Weil ich so überrascht war. Weil die Spur, gucken Sie doch, die Spur hört plötzlich auf und geht nicht weiter. Tatsächlich. Guckt euch das an. Aber das geht doch gar nicht. Das würde ja bedeuten, dass der Schneemensch Flügel hat, wie ein Engel. Unsinn. Das müssen wir gleich der Zeitung melden. Geflügelter Schneemensch in der Rhön-Gesicht. Wir machen uns doch nicht lächerlich. Schneemensch mit Engelsflügeln. Das war irgendein Scherzbold, sag ich euch. Können Scherzbolde fliegen? Oder einfach verschwinden? Ich habe auch schon Hunde verschwinden sehen, einfach so. Da wir den Fall nicht klären können, gehen wir jetzt zurück. Es wird schon dunkel und das Abendessen wartet auf uns. Wenn wir nicht pünktlich sind, kriegen wir Ärger mit Frau Felix. Der geheimnisvolle Schneemensch war das Gesprächsthema Nummer 1 beim Abendbrot. Martin musste insgeheim lachen über die Aufregung der anderen. Er war der Einzige, der um das Geheimnis des Schneemenschen wusste. Aber er konnte ja nicht über das Sams sprechen. Nicht einmal Tina durfte er etwas sagen. Endlich konnte Martin in sein Zimmer gehen. Auf dem Bett saß der Sams und guckte ihn schuldbewusst an. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht, als Schneemensch da draußen rumzustapfen? Das war doch supermäßig stark stapfig. Ich wollte doch nur spazieren gehen. Und weil ich keine Skier habe wie du, habe ich mir große Pappkartonfüße zusammengebastelt. Und was hättest du gesagt, wenn ich dich nicht in letzter Sekunde zurückgewünscht hätte? Gar nichts. Ich hätte höchstens gesungen, vielleicht. Herr Daume, ist eine Zwetschgenpflaume. Aber dann hätte man dich entdeckt. Ich hab doch gewünscht, dass du dich gut verstecken sollst. Nein, das hast du vergessen. Dann bin ich also selber schuld. Mach dir nichts draus. Lass uns schlafen gehen. Ich bin müde. Ich auch. Dieser Tag war der spannendste Tag in meinem Leben. Ich kann kaum glauben, dass so viel an einem einzigen Tag passieren kann. Die Anstrengungen des Vortages wirkten nach, und er war so müde wie lange nicht mehr. Er mochte kaum zum Frühstück gehen. Als er zurückkam, legte er sich gleich wieder aufs Bett. Wenig später wurde über den Lautsprecher angesagt, dass sich die Schüler unten einfinden sollten, um ihre Skier abzuholen. Martin gähnte nur und sagte: Heute habe ich wirklich keine Lust auf Skifahren. Am liebsten würde ich einen anderen für mich schicken und mich wieder ins Bett legen und 2 Stunden schlafen. Einen anderen? Meinst du mich? Wäre keine schlechte Idee. Du bist Martin Taschenbier und gehst Skifahren und ich kann noch ein bisschen schlafen. Aber es geht ja nicht. Warum nicht? Gestern war ich doch auch du. Denk doch mal nach, weil so ein Wunsch höchstens eine halbe Stunde hält. Und der Leibrecht ist mindestens 2 Stunden mit seiner Gruppe unterwegs. Dann musst du einfach mehrmals und im Voraus wünschen. Und wie geht das? Erst wünschst du, dass ich wie du aussehe.
Dann wünschst du gleich hinterher, dass ich wie du aussehe, wenn nach einer halben Stunde der erste Wunsch nachzulassen beginnt. Dann wünschst du, dass ich wie du aussehe, wenn der zweite Wunsch nachlässt. Genauso machst du es mit dem dritten und vierten Wunsch. So einfach ist das. Das kostet aber 5 Punkte. Dafür halten die Wünsche aber auch mindestens 5 halbe Stunden. Und du kannst schlafen. Also gut, ich mach es. Martin wünschte genau so, wie es das Sams vorgeschlagen hatte. Und kurz darauf ging der andere Martin im Skianzug aus dem Zimmer, während sich der echte ins Bett fallen ließ und noch ein wenig döste. Nach 2 Stunden wurde es Martin langweilig. Er stellte sich ans Fenster und sah ungeduldig hinaus. Endlich kam die Gruppe von Herrn Leidbricht, mittendrin offensichtlich sehr vergnügt, sein Doppelgänger, das Sams. Die Gruppe von Herrn Daume kam jetzt auch auf das Haus zu und er sah Tina, die jemand zuwinkte. Martin wartete auf das Sams. Es hätte längst oben sein müssen, aber nichts geschah. Die Minuten vergingen, er wurde schon ganz unruhig. Dann hörte er Schritte im Flur, die Tür wurde aufgerissen, Sams Martin stürmte herein und verwandelte sich vor Martins Augen in das Sams. Das ist gerade noch mal gut gegangen. 1 Minute später und alle hätten sich gewundert, was Martin plötzlich für eine Nase hat. Warum kommst du so spät? Wo hast du gesteckt? Gesteckt habe ich gar nicht. Ich war im Speisesaal, es gab heißen Tee für alle. Und dann hat Tina Klavier gespielt. Tina? Ja, ganz toll. Und ich habe auf dem Klavier getanzt. Bist du verrückt? Alle fanden mich lustig. Das heißt, eigentlich fanden sie dich lustig, denn alle dachten ja, es wäre Martin Taschenbier. Du tanzt bei Tina und ich sitze hier oben im Zimmer? Kannst du auch stehen, wenn du willst. Spielt Tina toll auf dem Klavier, dann tanzt der Martin Taschenbier. Denn ich bin da und du bist hier. Wir zwei sind Martin Taschenbier. Damit ist jetzt Schluss. Das war das letzte Mal, dass du als Martin herumgelaufen bist. Bin schön gelaufen auf den Skiern, auf einem Bein den Berg hinab. Was hast du? Das ist kein Kunststück für einen Sams. Ich könnte auch einen Kopfstand machen auf den Skiern, wenn ich wollte oder sollte oder dürfte. Du darfst jetzt im Zimmer bleiben und heute Nachmittag werde ich mit der Gruppe Skifahren. Sonst merken die noch was. Ich merke auch etwas. Du willst mich wieder einen langen Nachmittag ins Zimmer wünschen. Wenn andere hin zum Skisport eilen, kann ich mich lang und länger weilen. Aber es kam alles ganz anders. Nach dem Mittagessen nahm Herr Daume Martin beiseite. Sag mal, Taschenbier, wie bist du eigentlich darauf gekommen, dich zur Anfängergruppe zu melden? Wieso? Herr Leidbricht hat mir von dir erzählt, du rast auf einem Bein die steilsten Hänge hinunter und wedelst dabei wie ein Weltmeister. Ach ja? Ach ja? Das ist ja wohl ein Witz, sich als Anfänger zu bezeichnen. Ich kann wirklich nicht gut Skifahren, Herr Daum. Also erzähl doch nichts. Ich weiß schon, warum du dich für die andere Gruppe gemeldet hast. Weil bei mir der Plattner mitfährt. Ich weiß doch, dass ihr ständig Zoff habt. Nein, das ist nicht wegen Plattner. Wirklich nicht. Na wunderbar. Dann kommst du also ab heute Nachmittag in meine Gruppe. Aber... Kein Aber. Wir treffen uns pünktlich um 2:30 vor dem Eingang. Du kommst mit einem Gesicht ins Zimmer, als wenn sonst etwas passiert ist. Ist ja auch. Warum musstest du solche Kunststücke auf den Skiern machen? Jetzt will mich Herr Daume in die Profigruppe holen. Ist das unangenehm? Es ist eine Katastrophe. Ich blamiere mich bis auf die Knochen. Gestern habe ich zum 2. Mal in meinem Leben auf den Skiern gestanden. Und jetzt deine Schussabfahrt den Berg runter. Ich kann das nicht. Ich weiß was. Ich auch. Du fährst. Traust du dich auf einer richtigen Skipiste? Und ob, Sams Regel 44, das Sams fährt gerne auf der Skipiste, weil es im Skifahren ein Genie ist. Da muss ich dich also heute Nachmittag wieder als Martin losschicken. Diesmal mit Herrn Daume. Das wird ein Spaß. Daume Pflaume wird sich wundern. In seiner Gruppe fährt auch Tina mit. Hör zu. Ich will nicht, dass du mit ihr sprichst oder Witze machst oder sowas. Warum denn nicht? Weil ich sonst gar nicht weiß, was ich heute Nachmittag mit ihr geredet habe, wenn ich sie beim Abendessen treffe. Willst du das oder wünschst du das? Ich wünsche, dass du nicht mit Tina sprichst. Und um 2:30 wünsche ich, dass du wie Martin Taschenbier aussiehst. Diesen Wunsch wiederholte Martin gleich 6 Mal. Für alle Fälle.
Sams Martin zog mit der Gruppe von Herrn Daume los. Sie blieben den ganzen Nachmittag draußen. Herr Daume hatte an einem hohen Hang mit Skistöcken eine Piste abgesteckt. Wenn man den Berg herunterkam, musste man zwischen den Stöcken durchfahren und das mit möglichst hohem Tempo. Sams Martin war natürlich am schnellsten. Dann folgte Jens Uhlmann, auch Leander Plattner kam gut durchs Ziel. Sehr schnell waren auch Tina und Johanna, ein Mädchen aus Martins Klasse. Herr Daume stoppte genau die Zeit, um die schnellsten zu ermitteln. Für Martin zog sich der Nachmittag endlos hin. Es fing schon an zu dämmern, als Sams Martin endlich nach oben kam, gerade noch rechtzeitig, bevor er sich wieder in das Sams verwandelte. Martin wollte natürlich genau wissen, wie der Nachmittag abgelaufen war. Warum hat der Daume die Zeit gestoppt? Weil er einen Wettkampf zwischen der 4a und 4b veranstalten will. Am Freitagnachmittag. Dafür sucht er die Besten aus. Und wer war der Beste? Ich, also du. Ich kann doch unmöglich an diesem Wettkampf teilnehmen. Dann werde ich dich wohl vertreten müssen. Das würde ja bedeuten, dass du auch morgen und übermorgen als Martin durch die Gegend wanderst. Danke, Martin. Dann brauche ich nicht im Zimmer zu sitzen. Nein, da sitze ich dann. Hast du Tina gesehen? Natürlich. Sie kann sehr gut Skifahren, wenn mich das interessiert. Mich interessiert alles von Tina. Hast du sie angequatscht? Nicht gequatscht und nicht gequakt. Hab zu Tina nichts gesagt. Dann ist ja gut. Ob das so gut war, weiß ich nicht. Das musst du sehen. Aber das hörte Martin nicht mehr. Er ging hinunter zum Abendbrot. Das heißt, eigentlich war es ihm viel wichtiger, Tina zu sehen. Als er durch die Tür des Speisesaales kam, wurde er von vielen Seiten begrüßt. Niemand in seiner Klasse hatte erwartet, dass er ein so toller Skiläufer war. Und nun war er sogar schneller als Jens Uhlmann. Der holte Martin gleich an seinen Tisch. Und sie saßen zusammen, machten Witze. Und Martin hatte das erste Mal das Gefühl, dass er dazugehörte und alle ihn mochten. Ab und zu sah er zu dem Tisch hinüber, wo Tina saß. Aber sie schien seinem Blick auszuweichen. Dann stand sie auf und ging schnell hinaus. Martin folgte ihr. Im Flur drehte sie sich kurz um, sah ihn kalt an und sagte: Warum läufst du mir hinterher? Was ist denn los, Tina? Warum bist du so komisch? Ich bin komisch? Ausgerechnet ich? Was meinst du denn? Habe ich dir irgendwas getan? Jetzt nicht, aber heute Nachmittag warst du sowas von unmöglich. Ich habe mich wahnsinnig geärgert, damit du es weißt. Aber warum denn? Was soll ich denn gemacht haben? Tu doch nicht so scheinheilig. Du weißt genau, was ich meine. Ich habe dich gefragt, ob du mit mir in eine Vierergruppe gehen willst. Aber du hast mich nur komisch angeguckt und überhaupt keine Antwort gegeben. Dann bist du mit deiner Gruppe weggegangen und hast mich einfach stehen lassen. Und das vor allen anderen aus meiner Klasse. Das war einfach gemein. Tina, das tut mir wirklich leid. Sehr leid. So, jetzt tut es dir leid. Und warum hast du es dann gemacht? Weil die anderen aus deiner Klasse zugeschaut haben? Nein, bestimmt nicht. Es war ganz anders. Wie denn? Ich kann dir das jetzt nicht sagen, aber ich konnte nicht anders, auch wenn ich gewollt hätte. Das musst du mir einfach glauben. Es gibt einen ganz wichtigen Grund, aber den darf ich nicht verraten. Noch nicht. Vielleicht später. Vielleicht schon, wenn ich mir nächste Woche euren Hund angucke. Unseren Hund? Ich glaube, das lassen wir lieber. Komm, sei nicht mehr sauer auf mich. Ich habe mich doch schon so darauf gefreut. Na gut, aber nur wenn du mir dein Ehrenwort gibst, dass du mir nächste Woche sagst, warum du es gemacht hast. Ich verspreche es dir. Danke, Tina. Nach diesem Gespräch fühlte sich Martin wieder besser. Tina mochte ihn anscheinend ein bisschen, sonst hätte sie ihn stehen lassen. Schuld an dem ganzen Missverständnis war nur sein blöder Wunsch gewesen, weil er dem Sams verboten hatte, mit Tina zu sprechen. Der Donnerstag verlief wie der Mittwoch. Martin sagte 7-mal hintereinander seinen Wunsch, der Sams wurde zu Martin und ging mit Herrn Daumes Gruppe zum Skifahren. Sams Martin gewann jedes Mal und so wurde Martin auch von seiner Klasse als erster für die Mannschaft aufgestellt, die am Freitag am Wettkampf teilnehmen sollte. Für jede Klasse würden 4 Abfahrtsläufe starten. Natürlich gehörte auch Jens Uhlmann zur Mannschaft der 4a. Und Johanna, die nicht nur seine Freundin war, sondern auch eine gute Zeit lief. Den 4. sollte Martin wählen. Jens Uhlmann fragte: Wen schlägst du vor, Martin? Ich wähle den Plattner. Was, den Plattfuß? Bist du nicht der größte Feind von Plattfuß? Ihr habt euch doch dauernd gekloppt. Ist doch egal, Hauptsache die 4a gewinnt. Den Plattfuß braucht man bloß auf die Skier zu stellen. Den zieht sein Gewicht schon ins Ziel. Da kommt er gerade. Plattner, komm doch mal her. Was gibt's denn? Martin hat dich vorgeschlagen. Ach, wofür? Für den Wettkampf. Er hat dich in unsere Mannschaft gewählt. Also, machst du nun mit? Natürlich mache ich mit. Ihr könnt euch auf mich verlassen.
Es war der letzte Lauf am Freitagvormittag vor dem Wettkampf. Sams Martin fuhr wieder einmal Bestzeiten. Martin saß wie immer in seinem Zimmer und las in seinem Skibuch für Anfänger. Gegen Mittag stürzte Sams Martin zur Türe herein, schnaufte ein bisschen und verwandelte sich auch schon in das Sams. Das war knapp. Bin ich vielleicht gerast? Ha, der Wunsch hat gerade noch bis vor die Haustür gehalten. Du hättest öfter wünschen müssen, so wie gestern auch. Ich habe so oft wie gestern gewünscht. 7 Mal. Das müsste 3,5 Stunden reichen. Es sind aber nur gut 2 Stunden vergangen. Sonderbar seltsam. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir gar nicht. Das ist ja alles gut gegangen. Keiner hat dich gesehen. Und wenn du um 2:30 zum Wettlauf gehst, dann wünsche ich eben noch ein paar Mal mehr. Und das tat Martin. Pünktlich um 14.20 Uhr wünschte er, dass das Sams wie Martin aussieht. Aber nichts geschah. Er wiederholte seinen Wunsch. Aber das Sams sah weiterhin wie ein Sams aus. Martin versuchte es zum 3. Mal. Ich wünsche, dass du wie Martin aussiehst. Ich wünsche, dass du wie ich aussiehst. Wie sehe ich denn aus? Wie das Sams. Was ist denn? Warum klappt es nicht? Unbegreiflich, unerklärlich. Oder vielleicht auch nicht. Gucken wir uns doch mal meinen Bauch an. Ich mach den Reißverschluss auf, warte. Was ist denn? Nichts ist. Kein Punkt mehr auf dem Bauch. Guck's dir doch an. Kein Punkt mehr? Was willst du damit sagen? Kein Punkt mehr da, kein Wunsch mehr frei. Du hast alle weggewünscht. Was machen wir denn nun? Du kannst doch nicht als Sams runtergehen. Wer soll denn nun das Rennen fahren? Na du, wer sonst? Du musst schon selber gehen. Das kann ich nicht. Martin, wo bleibst du denn? Sie rufen nach dir. Sie warten auf ihren besten Mann. Sie wissen ja auch nicht, wie schlecht ich in Wirklichkeit bin. Martin Taschenbier, nun komm endlich, alle warten auf dich. Du hörst es, nun geh endlich, sonst kommen sie herauf. Nimm deine Skistiefel, zieh deine Sachen an, schnell. Ich kann doch nicht. Doch, Martin. Und darum gehst du jetzt ganz schnell. Viel Glück, Martin. Ich weiß, du schaffst es. Das Sams brachte Martin zur Tür, gerade noch rechtzeitig. Denn jetzt Ullmann kam schon den Flur entlang gerannt, achtete gar nicht auf Martins schwache Proteste, sondern zog ihn mit sich. Vor dem Hause standen noch Herr Daume mit Leander und Johanna. Die anderen waren schon losgegangen. Als Jens Ullmann mit Martin herauskam, schaute Herr Daume Martin erschrocken an. Wie siehst du denn aus, Martin? Du bist ja kreidebleich. Mir ist so schlecht. Ganz übel. Da muss ein anderer für Martin aufgestellt werden. Das geht nicht, Herr Daume. Taschenbier ist unser bester Mann. Wenn du das sagst, Plattner. Martin, du kannst doch die VA nicht im Stich lassen. Will ich ja auch nicht. Also, ich schlage vor, du kommst erst mal mit. Vielleicht geht's dir in einer halben Stunde besser. Komm bitte. Hey, Taschenbier, gib mir deine Skier. Ich trag sie. Danke, Plattner. Leander Plattner, genannt Plattfuß, trug tatsächlich Martins Skier. Besser wurde Martin nicht. Als sie am höchsten Punkt der Rennstrecke ankamen und Martin den Hang hinunterblickte, wurde ihm richtig schwindelig. Er musste sich in den Schnee setzen, sonst wäre er umgekippt. Nach der Auslosung fing die 4B mit dem Wettkampf an. Als Erste sollte Tina starten. Martin hatte ganz vergessen, dass sie für die andere Mannschaft lief. Herr Daume ging mit allen Schülern nach unten zum Ziel und nur die 8 Auserwählten blieben oben stehen. Für einen Moment vergaß Martin seine Angst und schaute zu Tina. Als das Signal von Herrn Daume kam, fuhr sie los. Am oberen Teil des Hanges hatte man in Abständen 6 Skistöcke in den Schnee gesteckt. Durch diese 3 Tore musste man hindurchfahren. Tina schaffte es fehlerlos. Dann wurde der Hang sehr viel steiler. Sie ging in die Hocke, fuhr noch schneller und raste durchs Ziel. Ihre Klasse jubelte. Als Nächste startete Johanna von Martins Klasse. Sie fuhr gut, aber etwas langsamer als Tina. Nach einem Jungen von der 4B, der ebenfalls glücklich ins Ziel kam, startete Leander Plattner. Er fuhr sogar noch schneller als die 3 vor ihm. Nun kam wieder ein Läufer der 4B, dann Jens Ullmann. Er raste los, kam ins Ziel und nachdem er die gestoppte Zeit erfahren hatte, sprang er jubelnd in die Höhe. Offensichtlich hatte die 4A einen gehörigen Vorsprung. Wie durch einen Nebel sah Martin den letzten Läufer der 4B losfahren. Jetzt stand er ganz allein oben. Panik überkam ihn.
War es nicht Wahnsinn, diesen steilen Hang hinunterzufahren? Er könnte doch auch die Skier abschnallen, ins Haus zurückgehen und sich ins Bett legen. Da tönte von unten das Startsignal. Plötzlich war ihm alles egal. Mit dem Mut der Verzweiflung stieß er sich ab und fuhr los. Das erste Tor raste auf ihn zu. Martin streifte einen der Stäbe, wankte, fing sich wieder. Da war schon das zweite Tor. Ein Stab wurde zur Seite geschleudert. Dann kam das dritte Tor mit wahnsinniger Geschwindigkeit näher. Diesmal schaffte es Martin nicht, zwischen den Stöcken durchzufahren. Der rechte Stock wurde mitgeschleift. Da war schon der Steilhang. Der Stock geriet unter den Ski. Martin verlor das Gleichgewicht und stürzte. Alle schrien entsetzt auf. Martin überschlug sich. Die Skier wurden ihm von den Beinen gerissen und wirbelten durch die Luft. Martin überschlug sich noch einmal, rollte weiter und rutschte schließlich mit dem Kopf voran auf dem Rücken durchs Ziel, wo er liegen blieb. Einen Moment standen alle starr vor Schreck. Dann rannten sie los. Herr Daume und Tina waren zuerst bei ihm. Martin erhob sich vorsichtig, stand ein bisschen schwankend auf den Beinen und er bekam mehr Beifall als alle Läufer vor ihm. Herr Daume war sehr aufgeregt. Junge, ist alles in Ordnung? Martin, tut dir was weh? Bist du okay, Martin? Glück gehabt. Kein Knochen gebrochen, jedes Teil ist noch heil. Er macht schon wieder Witze. Das sah vielleicht gefährlich aus. Dass unsere Gruppe jetzt verloren hat, ist egal. Hauptsache, dir ist nichts passiert. Wer sagt denn, dass unsere Gruppe verloren hat? Herr Daume, wie war eigentlich die Zeit von Martin Taschenbier? Bist du verrückt, Platner? Ich werde doch nicht die Zeit von dem Jungen stoppen, wenn der sich fast das Genick bricht. Da habe ich wirklich an alles andere gedacht. Naja, aber Martin ist doch durchs Ziel gekommen. Geschlittert, na schön. Es gibt doch keine Regel, dass man mit allen Skiern an den Füßen ankommen muss. Er hat die Ziellinie überquert, auf dem Rücken. Platner hat recht, Herr Daume. Das ist schon eine seltsame Regelauslegung. Aber es ist was dran. Und da ich vergessen habe, die Zeit von Taschenbier zu stoppen, werde ich entscheiden... Was denn nun? Was? ...dass dieser Wettkampf unentschieden ausgegangen ist. Es gibt zwei Sieger, die 4a und die 4b. Ja! Mit dieser Entscheidung waren alle zufrieden, auch die 4b. Denn Martins Gruppe hatte nach dem dritten Durchgang schon 12 Sekunden Vorsprung gehabt und alle wussten, wenn Martin nicht gestürzt wäre, hätte die 4a haushoch gewonnen. Als Martin in sein Zimmer kam, musste er dem Sams alles genau erzählen. Es war eine tolle Woche, aber jetzt bin ich froh, dass morgen Samstag ist und wir nach Hause fahren. Du fährst, ich nicht. Du kommst doch mit. Eine Woche bleibt das Sams. Dass Samse immer Samstag gehen, kann selbst ein Taschenbier verstehen. Du bist aber erst Montag gekommen. Stimmt, dann kann ich ein bisschen länger bleiben. Es wäre schön, Papa Taschenbier wiederzusehen. Aber wie willst du mich mitnehmen? Ich muss dich in den Bus schmuggeln, bevor die anderen einsteigen. Hinten sind bestimmt wieder 4 Plätze frei. Da versteckst du dich und wenn wir angekommen sind, holt uns meine Mutter mit dem Auto ab. Aber sie darf mich doch nicht vorher sehen. Es soll doch eine Überraschung sein. Gut, dann musst du zu uns nach Hause laufen. Amadeus Hoffmannstraße 7. Du klopfst an meinem Fenster, das dritte neben der Haustür, und ich lass dich heimlich rein. Sie werden staunen, wenn ich plötzlich auftauche. Wo ist eigentlich Frau Rotkohl? Sie hat Herrn Mohn geheiratet. Den würde ich auch gern sehen. Und das Rotkühlchen. Ganz einfach, ich rufe zu Hause an. Meine Eltern sollen Familie Mohn zu morgen Abend einladen. Sie können ja sagen, es gibt eine Überraschung. Es gab noch mehr Überraschungen, für Roland Steffenhagen zum Beispiel. Martins Freund hatte auf die Skireise verzichten müssen, weil er sich ein bisschen erkältet hatte. Als der Bus am Schillerplatz ankam, wartete er auf Martin, um ihn zu begrüßen. Und was sah er? Martin begleitet von ihrem gemeinsamen Feind Plattfuß. Leander trug Martins Koffer und verabschiedete sich dann ganz freundlich. Jens Uhlmann kam, winkte Martin zu. Und dann war da noch Tina, auf die Martin einfach zuging und sich offenbar mit ihr verabredete. Endlich kam Martin auf Roland zu. Hallo Roland! Hallo! Ich glaube, ich muss mir eine neue Bildröhre einbauen lassen. Mein Bildschirm spinnt. Ich sehe einen Plattfuß, der deinen Koffer schleppt. Du quatscht mit Tina? Ich habe mich nur mit ihr verabredet, weil ich ihren Hund ansehen will. Da muss ja wirklich einiges gelaufen sein. Du bist irgendwie verändert. Ich erzähle dir alles, Roland. Hast du meine Mutter gesehen? Nein, aber dein Vater, da hinten kommt er. Ich geh da mal. Sehen wir uns am Montag nach der Schule? Aber ja, wie immer. Hallo, Papa! Hallo, Martin.
Schön, dass du wieder da bist. Toll, dass du gekommen bist, Papa. Wo ist Mama mit dem Auto? Mama ist zu Hause, Auto steht da drüben. Fährst du auch mit mir? Lieber nicht. Du hast doch gar keinen Führerschein. Doch, mein Sohn. Seit vorgestern habe ich heimlich gemacht. Als Überraschung für euch. Wahnsinn, ich hätte nie geglaubt, dass du den schaffst. Na, hör mal, hast du gedacht, ich wäre zu dämlich dazu? Nein, aber vielleicht zu ängstlich. Nun, man kann sich ja auch ändern. Ja, das kann man. Also fahren wir los. Herr Taschenbier fuhr nach Hause. Unterwegs erzählte ihm Martin alles, was er erlebt hatte. Nur vom Sams, sagte er kein Wort. Zu Hause wurde Martin von seiner Mutter und Familie Mohn herzlich begrüßt. Dann rannte er in sein Zimmer, öffnete das Fenster und da stand der Sams und wartete. Jetzt stehe ich schon seit 3:50 hier vor der Wohnung Taschenbier. Muss ich noch länger warten im Garten? Komm rein, alle sitzen am Kaffeetisch. Ich hab gesagt, es gibt gleich eine Überraschung. Ist das Rotkühlchen auch da? Tante Annemarie, aber natürlich. Und der Mohn und Helga, ihre kleine Tochter. Sehr schön. Dann geh mal vor. Aber lass die Tür auf. Gut, ich gehe ins Wohnzimmer. Ich finde, Martin hat sich gut erholt. Ja, das hat er. Und dabei wollte er eigentlich zu Hause bleiben. Martin, setz dich doch zu uns. Wo bleibt denn deine Überraschung? Du kommst mit leeren Händen. Ja, das tust du. Wir sitzen da und warten und warten und nichts passiert. Gleich, Tante Annemarie. Annemarie fährt ganz schön, fährt über Brücken, fällt auf den Rücken, fährt auf der Straße, fällt auf die Nase, fährt überm Harsch, fällt auf den, wohin denn, auf den Po. Das ist doch der Gipfel. Sind wir hierher gekommen, um uns das bieten zu lassen? Wer singt denn sowas? Aber das ist doch... Nicht die Stimme? Ja, die kenne ich genau. Du meinst doch nicht etwa, das ist dieser unverschämte... Frau Rotkohl nennt sich jetzt Frau Mohn, spricht lauter als ein Mikrofon. Sam! Ist das Sam? Fassen? Nein, das ist es nicht. Ich freue mich, jetzt bin ich hier bei der Familie Taschenbier. Es freut mich auch, hier 4:10 Herr Mohn und seine Frau zu sehen. Ich freue mich, jetzt bin ich hier bei der Familie Taschenbier. Wir freuen uns, dass du uns nach so langer Zeit besuchst. Du hast dich gar nicht verändert, Sams. Nein, das hat es nicht. Das Sams ist noch genauso unverschämt wie damals, als es mich immer Frau Rosenkohl genannt hat. Dieser freche Lümmel. Da habe ich immer gesungen, Frau Rosenkohl ist innen hohl. Ist das lustig? Ja, das ist lustig. Meine Mama ist kein Rosenkohl. Bravo, Helgerlein. Mein Kind hat recht. Jetzt wollen wir mal die alten Geschichten lassen. Ich glaube, Sams, du hast uns viel zu erzählen. Und Martin auch. Und sie erzählten den ganzen Abend. Es wurde sehr spät, bis sie ins Bett gingen. Das Sams bekam ein Lager in Martins Zimmer und es war sehr gemütlich, sich in der Dunkelheit noch zu unterhalten. Weißt du, Sams, in dieser Woche ist mehr passiert als sonst in einem ganzen Jahr. Alles ist anders geworden. Du bist anders geworden. Du hast angefangen, dich zu verändern. Das ist das ganze Geheimnis. Andere können dich nicht ändern. Ändern musst du dich allein. So wird aus einem Igel ab und zu ein Stachelschwein. Ich bin müde. Lass uns schlafen. Es war eine schöne Zeit mit dir, Sams. Du wirst noch viele schöne Zeiten erleben. Schlaf gut, Martin. Ich werde gehen. Wenn du Tina von mir erzählst, dann grüß sie von mir. Grüß sie vom Sams.